first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? What will you become? Jo, und da sind wir mal. Also, meine neueste Errungenschaft, Conan Exiles. Es war, letztes Wochenende gab es ein Gratis-Wochenende. Ich denke, teste das doch auch mal. Mache ich. So, habe ich, ich glaube, 2 Stunden oder so. Und dann gedacht, ja, ist zwar buggy, ne, wissen wir alle. Aber auch cool, nehme ich mit. So, habe ich gekauft. Da sind wir. Yay. Ich weiß, dass das Spiel noch nicht ganz so 100 Pro ist. Aber ja, wir werden es auf jeden Fall trotz allem testen, denke ich, weil ich das schon eigentlich die ganze Zeit spielen wollte und das auch tun werde. Also, ich hoffe, ihr seid dabei. Gut, dann wollen wir auch anfangen und wir wollen natürlich nicht online spielen, wir spielen einen Einzelspieler oder einen Koop. Also von daher, achso, sollen wir vielleicht nochmal in die Einstellungen OST laut, ja Mann. So, ich muss das hier mal ein bisschen, warte mal, die Musik ist mir echt zu krass. Ja, Gesamtlautstärke gerne, aber nicht übertreiben. Musik war wahnsinnig laut. Sprache Deutsch, bla bla bla. So, ja, ja. Wieso sind wir hier auf niedrig und so? Warte, das geht mal gar nicht. Wir stellen das auf nicht. Solche Sachen, nur die Schatten. Hauptqualität, ne, da reicht ja wohl auch. Hauch, hoch. So, ich denke, das ist in Ordnung. Dann wollen wir uns mal jemand neuen. Ich würde aber wirklich gerne in zivilisiert spielen. Weil wir Erfahrung und Ressourcen und so was, ich habe da keinen Bock, 20 Jahre dran rumzu. Na, ihr wisst schon, so. Und natürlich kennt jeder das Spiel und das ist jetzt auch nichts Neues und ich kann hier Conan anfangen, solange ich will und wahrscheinlich habe ich dadurch auch nicht mehr Zuschauer, aber das ist mir auch egal. Ich habe Bock, das zu spielen und vielleicht der eine oder andere von euch denkt, boah, es gibt gar kein Conan Let's Play mehr. Und schade, ich finde es schade, weil ich habe das immer sehr gerne bei anderen mit angeguckt. Ja, dann spielen wir es halt selbst. Also ich habe also wirklich nur den Anfang kurz, ne, also bis ich anfing hier Stein Foundations und sowas zu setzen. Also da, von da an baut man sich ein Haus und dann ist gut. So, was sind wir? Männlich, weiblich? Ich bleibe ganz einfach dabei, ich bin nun mal weiblich, ich kann es nicht ändern. Auch wenn es nicht immer so aussieht. So, auf geht der. So, Volk. Pikte. Na komm schon, wir fangen mal vorne an. Ach, du ahnst es ja nicht. Himeliana. Na. Nordheimer klingt gut.
Da ich ja eigentlich ein Mensch aus dem Norden bin. Ja, das kommt eigentlich ganz gut. Ich glaube, das nehmen wir. Heilung und Licht, Spezialisierung. Also das kennen wir, ne, mit den Schlangen hier. Also ich habe auch die Filme immer gerne gesehen, muss ich ganz ehrlich zu sagen. Ich habe diese Filme, glaube ich, gar nicht auswendig mitsprechen. Das ist kranker Scheiß. Ich liebe das sehr. Was gibt's denn hier noch? Eis und Kälte klingt doch echt super. Frostriese, bla bla bla. Valhall, oh ja. Des Nordens, guck mal, das ist doch genau das Richtige. Nehmen wir so, wollen wir mal die Stimme aussuchen? Die sollte besser sein als meine. The gods are watching. Das klingt nach Oma. Death is coming. Oh Gott, oh Gott. The gods are watching. Wir sind zu jammerig. Death is coming. The gods are watching. Death is coming. Cut me down. The gods are watching. Gott, die jammern alle so, ne? Ich nehme das Wilde hier, glaube ich, oder? The gods are watching. Ja, ich glaube schon. So, dann wollen wir sie mal klar machen. Hallo Baby, na? Ja, die Haare gefallen mir eigentlich schon ganz gut. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Huch. So, die Hautfarbe, ja, die dürfte ruhig hell sein. Das ist okay, weil wir ja nun mal nordisch sind, sein sollen. Also, ne, wisst schon. So, und dann gucken wir mal hier. Gesicht. Oh Gott, so faltig. Ich, ja. Ja, wir lassen das, glaube ich, mal. Die Haare waren schon ganz gut. Das hier ist... Alter, echt? So laufen die bei mir in der Arbeit auch immer rum. Die können sie nicht, verstehe das immer nicht. Das ist am besten. Einfach mal gar keine Haare. Pflegeleicht. Und, ja. Warte mal. Kriege ich die nicht wieder, die ich da vorhin hatte, ne? Doch, da, guck mal. Obwohl, das letzte fand ich auch ganz schön hier. Oder? Ich denke, wir behalten mal das. Die Farbe dunkelrot, hellrot. Weiß. Blond. Ich glaube, mir gefällt das, oder? Ich persönlich habe ja das. Obwohl, komm, nehmen wir das, weil das passt einfach mehr zu mir. So, Augenbrauen. Ja. Augenschatten, so Lidschatten, hä? Oh Gott. Okay, okay. So? Ja, nett. Kann man da... Ach so. Ach so, warte. Ich muss erst mal gucken, was hier läuft. Wer läuft denn so rum, hör mal? So ist gut. Gesichtsdetails. So, Kiefer. Oh, kannst du mich mal angucken? Danke. Na, komm. Was man hier alles einstellen kann, ey. Okay. Ohren. Wer kümmert sich um die Ohren? Jetzt mal ganz im Ernst.
So ein Eisblau ist cool, oder? Okay, okay. Ne, wir bleiben ganz normal. Die Statur. Willst du so muskulös oder eher... Ich meine, so ein paar Muskeln wird sie brauchen, ne? Ach, du ahnst es nicht. Komm schon. Den brauchen wir nicht so dick. So, Charakter wird fertiggestellt. Oh, ein bisschen buggy, wie gesagt. Oh Gott, viel bestätigen das. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Ich glaube, da hängen wir nun. Ah, da ist unser Freund Colin. Dead woman. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized women are soft. Your lives are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead woman. This land does not love men. You are marked, and you cannot cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live, love, burn with life, slay and survive. We will meet again, dead woman. Okay, das war also soweit zum Intro. Gut, dann bin ich mal gespannt. Wir sind jetzt also da und das Erste, was ich wirklich gelernt habe, ist renn und sammel alles ein, was du irgendwie gebrauchen kannst, weil das irgendwann wichtig wird. Wir nehmen das mal. Kann ich das auch aufsammeln hier? Nö, kann ich nicht. Gut. Steine und Holz und Gestrüpp und hast du nicht gesehen. Damit wir was essen kriegen und... Ey, die Müll sind steil. Hey, ja, die schlechte Straße. Gott. Da vorne ist dieser Wasserbeutel, dieser obligatorische Startposten-Wasserbeutel. I am beaten. Left to rot among the ruins of the past. There are others here. Slaves. Bandits and cannibals. Exiles from lands I've never heard of. Some of them try to scrape a life from the wasteland, scrabbling in the rocks and sand for their own place.
I cannot go on. The life that I left behind haunts me. The sun over the glittering spires of Belverus is forever denied me. The smell of my daughter's hair. I will pass the ghost fence, and this cursed land will finally end me. To whoever reads this note, I leave the last of my water and this message. Stranger, you have my pity. You do not know how cursed you truly are. Gut, das war das. Okay, ich bin mal in die Ego, weil ich finde, so kann man hier erstmal besser rumlaufen. Ja, ja, ich höre dich schon. Wir alle kennen dich. Aber wir lassen uns mal nicht aus der Ruhe bringen und sammeln erstmal Gedöns. Ich denke, das wird besser sein. Denn wir werden das Zeug brauchen. Also, ich war eine Stufe aufgestiegen, ja. Okidoki, so, zwei Punkte haben wir. Und zwar würde ich erstmal gerne in Stärke und in Stehvermögen ist, glaube ich, die Ausdauer, ne? So, können wir irgendwas machen? Ja, eine Kiste. Schwert geht noch nicht. Was bist du denn? Fünfmacher. Völliger Quatsch. So, okay. Lassen wir es erstmal dabei. Und sammeln Zeug. Wir haben noch nichts, womit wir uns verteidigen können. Wir haben nur Wasser. Und eben diese Notiz gefunden und noch nichts weiter. So, was wir machen können, ist zum Beispiel sowas herstellen. Nehmen wir erstmal alle 21, dann können wir uns gleich was zum Anziehen herstellen, denke ich, hoffe ich. Ach so, das geht nur. Aha. So, wir brauchen gleich noch Holz. Okay, wir sammeln auf jeden Fall noch Zeug. Holz werden wir auch schon noch gleich finden. Irgendwo auf dem Weg. Das heißt bis jetzt jedenfalls immer. So, jetzt haben wir ein paar Pflanzenfasern. Was wir jetzt öffnen. So eine Hose her. Also dann brauchen wir 8. So, Hose an. Sehr schön. So. So, ich muss noch mehr sammeln. Erstmal Kleidung zusammenkriegen hier. Dann kriegen wir noch diese Handschuh-Dinger. Und Schuhe können wir auch herstellen. Ja, sieht gut aus, oder? Die nehmen wir rüber. Holz. Nicht aufsammeln. Okay, mal ein bisschen gucken. Ringsherum ein bisschen was kriegen. Okidoki. Können wir damit schon irgendwas anfangen? Axt, bla. Jawohl. Und dazu brauche ich wieder Holz. Okay. Da drüben liegt welches. Mehr? Ja, da hinten.
So sieht gut aus. Können wir dann die jetzt herstellen? So ist es. Sehr gut. Was brauchen wir denn dafür? Tierhaut und Zwirn. Was bist du? Tierhaut. Auch ein herstellen. Dann brauchen wir wieder Holz. Da liegt er, fliegt er mal nicht, da ist er am Fressen, der Gute. Wird uns gleich ganz böse angrölen, aber dann wissen wir alle, dass er verschwindet. Ich wollte nur erstmal hier hoch und Holz sammeln. Oh. Ah, ja, sorry. Tschüss. Scheiße. Ja, das war jetzt nicht so gut, oder? Aber auch nicht weiter wild. So, den haben wir dann auch erledigt. Ja. Na gut. Dann sammeln wir weiter das Zeug ein. Und gehen gleich nochmal zu dem da hoch, den er da schön verspeist hat. Ich glaube, da liegt auch noch was. So. Gods curse this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. So, da ist er fertig. Ja, wir gehen jetzt natürlich immer noch an diesem, also auf diesem Weg links. Sammeln erstmal alles ein, was wir irgendwie kriegen können. Ich weiß gar nicht, wie lange man sich hier aufhalten kann. Das ist ja so dieser Start-Dings hier, aber ich würde gerne noch ein bisschen was einsammeln. Und vielleicht einfach mal was essen, dann steigen wir auch was auf. So, trinken sollen wir auch, machen wir auch. So, dann gucken wir nochmal. So, haben wir 2 Punkte Stärke und Stehvermögen. Talente hier. So, dann können wir uns nämlich auch ein Schwert craften hier. Das ist schon mal richtig gut. Wir müssen das jetzt, das wollen wir hier haben. Genau, so sieht das doch gut aus, oder nicht? Ich finde schon, was bist du denn? So, Entschuldigung, ich hatte mich verschluckt. Oh Gott, oh Gott. So, weiter geht's. So, wir sind gar nicht so schlecht. Wir haben schon was zum Anziehen, wir haben was zu essen. Wir haben noch einen ganz kleinen Schluck Wasser. Und wir haben sogar ein Schwert. Kannst du nicht meckern. Auch wenn wir nur Insekten haben zum Essen. Ist jetzt aber nicht schlimm, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Also ich finde da oben, oh, sieht das auch ganz gut aus. Wir gehen da mal hoch, da gibt's Holz. Da ist auch schon unser erster Gegner, ich sehe ihn. Womit ich kein Problem habe. Komm mal her, Freundchen. Das sind so diese ersten komischen Tiere, da, die einem da entgegenkommen. Diese, weiß ich gar nicht, wie die heißen. Ja? Wie heißt du denn? Kadaver. Steht da nicht. Aber wir können ihn eins mitgeben. Und dann haben wir Tierhaut.
Schon mal gut. Und mit dem Schwert in der Hand können wir trotzdem weiter Zeugs einsammeln. Irgendwas höre ich hier noch grummeln. Was hat er da? Zwei? Na, dann mal her hier beide. Alles klar. So, die hätten wir. Unser wäre ohne Fahrschein hier. Hallo? Ja, da hinten ist ein roter. Der ist irgendwie kleiner. Willst du auch bedient werden? Wo bist du denn da? Ah, ist ja gut. So. Okidoki. So, die drei habe ich erledigt. Und zerstörte Brücke wurde. Was denn? Ach so, die da. Hier unten sind auch sehr viele NPCs, habe ich schon mal festgestellt. Das ist nicht so lustig. Die hauen einem echt ganz schön was auf den Sabbel. Also sollten wir unsere erste Hütte schon noch hier in der Nähe bauen, denke ich. Das ist auf jeden Fall besser. Du doch nicht, was machst du? Nimm mal die Axt. Genau, so Holz ist immer gut. Nehmen wir mal was mit. Okidoki. Hier sind schöne Plateaus, wo man echt eigentlich, glaube ich, ganz gut anfangen kann. Und hier unten auch trotzdem. Da sind schon die ersten NPCs. Guck mal da mit dem Lagerfeuer. Das heißt für uns, da gehen wir jetzt nicht runter, weil die zerfleischen mich auf alle Fälle. Was? Wo denn? Da. Ja. Nehmen wir natürlich mit. Okidoki. So. Da noch einer. Boah, voll ins Face. Okay. So, wie sieht's denn hier mit dem Runtergehen aus? Da sind die. Ich sehe jetzt kein NPC. Gut. Hase. Ich sehe kein Lagerfeuer hier. Ich will schnell mal mein Wasser auffüllen. Das ist das ganze Problem. Kann ich jetzt keinen NPC gebrauchen und auch kein Krokodil. Die gibt es hier nämlich auch. Nehmen wir ein Stück ran. Sehr gut, das ist voll, dann holen wir da ab. Hier unten ist es, wie gesagt, voller NPCs. Das ist keine sehr so gute Idee. Diese kleinen kann man auch schön essen. Klingt gemein, ist aber so. Die hier ist direkt mal kein Feuer in der Nähe. Das kann ich jetzt gar nicht begreifen. Normalerweise ist hier unten alles voll mit diesen. Wenn es Nacht wird, zeige ich euch das gerne, wie voll das hier mit NPCs ist, die mich auf jeden Fall überall schlachten wollen. Okay, hier sieht es relativ cool aus. Gute ebene Fläche. Bisschen Schutz von hinten. Den wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Von hinten kommt sowieso nichts. Aha, hier ist noch so ein. Und immer das ist. Ja, ist auch gut, Mädchen. Alles ist gut. Da hinten sind noch mehr davon. So, jetzt ist hier aber alles sauber.
Ja? Tiefe Schlucht hier drin. Irgendwie ist der Sound auch ein bisschen buggy, ne? Finde ich. Also vom... also ich höre die Töne so, die flackern so. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir uns mal... können wir eigentlich schon ein Lagerfeuer bauen? Ja, sicher. Gut, bauen wir eins. Dann... stellen wir uns hier irgendwo hin. Mal gucken. Wo stellen wir uns jetzt hin? Hier so? Gute Idee. Das öffnen wir dann auch. So, dann hätte ich gern Holz da drin. Holz da drin. Holz da drin. Holz da drin. Achso. Ja, aber 19 Holz ist okay. So, dann haben wir 6 Fleisch. Das können wir alles nicht. Ne? Okay. Ah, guck mal, da brät es unser Fleisch. Das klingt doch toll. Insekten kannst du nicht kugeln da drin, oder? So. Mal probieren. Was macht es? Nichts. Gut. Dann Insekten wieder raus. Was ein Quatsch. Ah. Okay, wollen wir schauen, ob wir noch eine Kiste zurechtkriegen. Naja, brauchen wir 100 Holz. Also das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf Holzsuche rüber. So, hier oben war jetzt nichts. Oh, alles umgenietet, was da war. Okay. Holz kriegen wir, glaube ich, schnell zusammen. 100 Holz. So. So, mal schauen. 121 Holz. Guck mal, wie schnell das geht. So. Die legen wir uns auf die 6. Dann wollen wir mal gucken. Dass wir uns ein kleines Erstlager hier bauen. Wir haben hier Feuer. Dann würde ich in die Kiste hinstellen und unser Bett vielleicht. So, und dann würde ich sagen, hey, das haben wir doch schon mal gut gemacht. Achso, wir sollen dieses Bett benutzen. Ne? Spawnpunkt aktualisiert. Holzkiste können wir dann auch nochmal eben. Dann können wir diesen ganzen Kram hier mal reintun, den wir jetzt mal so nicht brauchen. Gelöst. Okay. Sieht schon ganz gut aus. Achso. Ne, dann nehmen wir die lieber dahin. So. Ja? Gut, dann haben wir ein Feuer und dann haben wir alles Mögliche an Zeugs. Wir sammeln noch ein paar Ressourcen, finde ich. Also so lange bin ich ja jetzt auch noch nicht zugange hier. Ganz kleinen Moment noch können wir hier noch ein bisschen rumklödern und die Bude säubern. Hä? Was? Ja, gut, gut, gut. So, pass auf, dann nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Damit wir was haben. Das respawnt hier sowieso ganz gut, glaube ich, soweit ich das mitgekriegt habe. Boah. Okay. Wie ist es mit Stein? Kriege ich auch gut. Und kleine kann ich gut super aufsammeln. Da kann man aber auch lieber in der... Sehr gut. So,
noch ein bisschen Holz. So, in der nächsten Folge würde ich gerne gucken, wie weit wir jetzt gekommen sind und dann, dass wir ein paar Steine sammeln und uns versuchen, vielleicht eine kleine Hütte zu bauen. Und vielleicht können wir uns auch weiter entwickeln mit den Waffen, dass wir da unten vielleicht mal mit den NPCs fertig werden. Das war nämlich beim ersten Versuch richtig ein echtes Problem. Ich habe gedacht, was seid ihr denn? Dann kam auch ein anderer dazu und der hat es mir dann richtig gegeben. Da war ich echt fertig. Was ist denn jetzt kaputt mit euch? Was stimmt denn hier nicht? So, Black Soul ganz alleine auf der großen weiten Welt und fix und folgt sie. Alter, da war ich fertig. Judy, Siri. Ah. So, hier ist unser kleines Lager. Erstmal. Ja, dann wirkt mir hier so eine ganz kleine Hütte. Ich werde was ich hier vorne. Warte, lass mal die Steine weg. Oh. Soweit dazu. So, also man kann die andere auch reparieren, glaube ich, oder? Kann man das? Natürlich kann man das. Vollpfosten, Mann, du blöde Kuh. Naja, okay, hier komme ich. So, die ist repariert. Wir nehmen die andere. Zwei können auch nicht schaden. Wir bauen uns das hier ein bisschen frei. Hier ist noch eine. Sehr geil. Ja, ne? Machen wir uns hier ein bisschen Luft und ein bisschen Licht. Und, ja, dann bauen wir uns hier ein paar Foundations erstmal hin und bauen uns so eine kleine Anfängerhütte. Gucken wir, ob wir uns ein bisschen weiterentwickeln können. Und, bessere Waffen. Und so kriegen, um da unten mal ein bisschen aufzuräumen. Und dann gehen wir natürlich auch los und suchen uns einen richtigen schönen Platz, wo wir wohnen können. Im Moment ist es hier im Anfängergebiet, glaube ich, schon noch am allerbesten. Allerdings, wie gesagt, da unten zwischen den Palmen, das ist so eine Sache. Nachts siehst du denn hier überall sind Lagerfeuer und du denkst, Alter. Ne, also die machen mich satt, Alter. Also richtig schön fett fertig. Hier gibt es noch so viel Holz. Tutär. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und also wenn ihr Bock habt. Ich finde das geil. Bin froh, dass ich es endlich mal gekauft habe. Ich wollte schon so lange und es war mir immer zu teuer. Ich finde ja auch, also 40 Euro für so ein Buggy-Spiel ist schon ein bisschen hart, obwohl Conan auch echt Spaß macht. Okidoki, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und ciao, ciao.